Hey, willkommen zu einer neuen GTA Online Folge. Heute mal wieder mit einem neuen Mitzocker und der stellt sich jetzt mal vor. Ja, hallo, ich bin Vita Nova und ich habe schon mal ein bisschen GTA Online mitgespielt. Ein, zwei Folgen, weiß nicht genau, können auch drei gewesen sein. Aber ja, einige von euch müsst mich ja schon kennen. Einige. Na gut, vielleicht gucken jetzt die Alten wieder zu. Oder vielleicht gibt es auch neuere, die dich noch nicht kennen. Dann werden die dich jetzt endlich mal kennenlernen. Auf jeden, ja. Okay, ganz schön übertrieben hier. Zwei Folgen hast du mitgemacht. Sicher, dass das schon so viele waren? Ja, vielleicht auch 0,5, ich weiß nicht genau. Ja genau, 0,5 warst mal ganz kurz dabei, aber dann haben wir dich wieder rausgeschmissen, weil du die ganze Zeit nur gestört hast. Ja, genau. Okay, dann, was wollen wir heute machen? Heute wollen wir mal wieder ein paar Missionen machen. Wir haben lange keine Missionen mehr gemacht, wir haben sonst immer nur Deathmatches und bla und ich steh mal auf. So. Du hast ja, ich kein Crew-Emblem an deiner Klamotte? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur eine Lederjacke an oder wie es auch immer das aussieht, aber ich habe eine Schutzweste darunter und das sieht jetzt irgendwie aus, als ob mein Charakter voll fett ist. Naja. Naja. Okay, ich guck mal, was ich so an Mission-Job in der Liste hab. So, wir haben eine von Lester. Einladung das Parkhaus, 2-4 Spieler. Oder von Martin, Einladung Zeit zum Abhauen, 1-2 Spieler. Ich würde mal sagen, wir nehmen die 2 Spieler. Hm? Ja. Gut, dann, wenn ich die jetzt annehme, bin ich dann irgendwie rausgeportet oder so? Ich weiß es nicht. Ich nehme die jetzt einfach mal an. Das sind 6200 Meter. Alter. Müssen wir aber ganz schön fahren. Okay, ich nehme es erstmal an. So, Zeit zum Abhauen. 6200 Meter und ich krieg schon wieder von Gerald eine neue Mission an. Das 4 Spieler, aber wir nehmen jetzt die von Martin an. Das 2 Spieler. So, Zeit zum Abhauen. Die Bullen haben meinen Cousin LS2 Pido umzingelt. Er befindet sich auf einer Farm in Paleto Bay. Zwei von euch müssen ihn aufsammeln und zu seinem Hubschrauber auf dem Mackenzie-Flugfeld bringen. Ihr werdet belohnt. Klingt eigentlich sehr einfach. Ich habe gerade nicht zugehört, tut mir leid. Okay, ich nehme es einfach mal an. Vorhin war ich noch der, der nicht zuhört. So, Schwierigkeit normal. Jetzt bin ich weg, ja. Munition für alle kaufen. Schwerste Panzerung kaufen. Einstellungen bestätigen. Spielersuche geschlossen. Alle aus aktueller Sitzung. Mal gucken, das können ja nur 500 Leute sein. Hm. Wenn du wüsstest, was ich gerade in deiner Wohnung mache. Was? Wenn du wüsstest, was ich gerade in deiner Wohnung mache. Was machst du denn in meiner Wohnung? Ich stand gerade auf deinem Wohnzimmertisch. Sowas macht man nicht. Ah, tut mir leid. Jetzt muss ich den Tisch abwischen wegen dir. Weißt du, was du da für Dreck an den Schuhen hattest? Nicht, dass du vorher einen Hundekick rumgelatscht bist. Nein, ich habe mir das vorher an deiner Couch abgewischt, also. Ach so, okay. Hoffentlich habe ich noch Textilreiniger. So, spielen. Vita Nova ist immer noch 100. Ja, wie lange ist es eigentlich schon her? Lange ein halbes nicht mehr Jahr? Gezockt, ne? Oder? Weiß gar nicht mehr genau. Oh, ich bin immer noch in meiner Wohnung. Mission zum Abhauen. Wo bin ich denn jetzt? Diese Mission ist wirklich zum Abhauen. Wo bist du denn jetzt? Wie komme ich hier raus? Hallo? Ich bin jetzt auch in irgendeiner Wohnung. Teamleben 2. Ich komme hier nicht raus. Ich bin gerade hier unten irgendwo. Ah, ne, hier ist ein Schlafzimmer. Hier komm ich auch nicht raus. Ich komme hier nicht. Sag mal. Ah doch, jetzt. Apartment verlassen. Ach nee, ich wollte Garage. Scheiße, ich wollte auch mein Auto. Hier ist die Küche? Nee, doch, da oben ist eine Tür. Ach man, jetzt muss ich hier wieder rumlatschen. Zur Garage. Da vorne steht mein Auto, dann kannst du eigentlich auch nehmen. Da vorne? Naja, am Haupteingang. Da steht ein roter Wagen im Vorgarten. Nö, ich nehme mein Phoenix. Okay, mein Wagen steht da nicht mehr. Steht an der Straße, gut.
So. Du bist nicht mehr im Apartment? Nein, ich bin jetzt gerade in mein Auto eingestiegen. Ach, in dein Auto, okay. Ich dachte, ich nehme dich mit. Wo bist du denn? Ich komme gerade aus meiner Garage. Ach, deswegen sehe ich dich von mir nicht. Ach, da ist Vita. Oh. Ja genau, latsche rüber meine Motorhaube. Ich wollte drüber rutschen, aber es geht ja nicht wie den alten Spoiler da, Kompressor. Alter, mein Auto ist der Traum. Der Sound auf jeden Fall. Auf jeden. Der haut schon ordentlich rein. Turbo? Auf jeden. Ja, alles eingebaut, was geht. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas Neues dazugekommen ist, was man einbauen könnte. Mhm. Muss ich vielleicht mal gucken. Auf jeden Fall rutscht das Teil nicht so wie andere Muscle Cars. Ja, von der Optik finde ich die Dinger ja auch total hammer, aber das Handling ist manchmal so beschissen. Hast du den Drift gesehen? Ja, habe ich gesehen. Bin beeindruckt. Das finde ich immer cool, wenn du so leicht in die Kurve fährst, kannst du zwar noch kontrolliert driften, aber wenn du mal ein bisschen härter einlenkst, dann sind die Teile nicht zu kontrollieren. Na, ja, da kennt man ja jetzt schon mit der Zeit. Okay, jetzt war es ein bisschen zu hart. Begib dich zur Donkey Punch Family Farm. Na, das hört sich schon wieder an nach, keine Ahnung. Donkey Punch klingt wie irgendein Drogenlabor oder so. Ach, guck mal, es sind noch über 5. Ah! Vollidiot! Ja, hinten nochmal. Hey, sag mal. Kennen die Verkehrsregeln hier nicht, oder? Nein, das ist GTA. Verkehrsregeln hast du da nicht. Der schnellere oder der stärkere, eins von beiden. Optimal wäre da ein Panzer, dann hast du immer Vorfahrt. Da ist ja sogar immer Überfahrt. Ja. Kann man die Dinger hier eigentlich auch so platt drücken wie in Saints Row? Oder explodieren die denn nur einfach? Wie waren das? Soweit ich weiß, könnte man drüber fahren, aber ich weiß nicht, ob die dann direkt hochgehen oder ich glaube richtig platt drücken lassen die sich nicht. Schade. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Ja, bloß wie kommen wir jetzt am Panzer, weil finanziell gesehen sieht es ja schon recht mau aus, da die Munitionskosten so teuer waren. Ich weiß natürlich nicht, ob die das gepatcht haben, weil als ich aufgehört habe GTA Online erstmal zu spielen, da hatte ich ja das Problem gehabt, dass bei den Missionen kaum was rumkam und man eigentlich alles in Munition gesteckt hat und so weiter. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie anders, dass man schon richtig heftig rumballern kann und nicht arm dabei wird. Ich habe 19.424 in Bar und 206.520 auf der Bank. Ich habe so um die 100.000. Aber ich glaube, wir wollten ja mal auf den Hubschrauber sparen, ne? Da war ja was. Ach ja. Weit entfernte Ziele. Ich will auf so vieles sparen und komme nicht dazu. Ja, wie in echt praktisch. Wir müssten da wieder ein Last Team Standing machen, 1-1, um zu sehen, wer doch der Stärkere ist. Aha. Hat man ja am Anfang immer gerne gemacht. Ja, das war eigentlich relativ lustig.
Was? Rette es Estupido. Oh ja, nee! Baller nicht schon wieder? Noch nicht. Aber guck mal, da steht alles voll. Warte mal, am besten erstmal hier in Deckung gehen. In Deckung gehen wir wie? Oh, jetzt hätte ich fast gehauen. Okay, also ich wähle dann nochmal die Waffen aus, okay? So weit, so gut. Ich kann nicht in Deckung gehen. Wie geht man in Deckung? Ach, mit Viereck. L1. L1? Nee, L1 geht nicht. Nicht? Nein. R1? R1. Achtung, du wirst beschossen. Hä? Meine Waffe? Hallo? Nein, R1. Ah, jetzt kann ich auch wieder schießen. Sturm-MP, genau. Das ist meine Waffe. Irgendwie habe ich keine Gegner bei mir, ich weiß nicht. Doch, ja, doch. Da ist einer. Ist er tot? Nein. Jetzt ist er tot. Juhu, ich habe einen Kill gemacht. Ja. Ja, ich habe es geschafft, ein Kill. Lassen die sich hier eigentlich? Nee, lassen sie nicht. Okay. Ach so, du meinst, ob die explodieren? Ja, die explodieren nicht. Okay, dann wollen wir mal vordringen, wa? Wollen? Wenn es hier ums Wollen ginge. Alter! Ich werde hier gerade beschossen, aber... Alter! Ich glaube, ich bin gleich tot. Okay, hier sind auf jeden Fall mehr Gegner, als mir angezeigt wurden anfangs. Irgendwie normal. Hier schießt einer auf mich und ich kann nicht einschätzen, woher. Ich finde ihn nicht. Oh, da hinten nicht noch irgendwo eine? Ja, da hinten ist ja irgendwo was, was ich meinte. Ah, hinter das Ding. Okay, ich hole mir jetzt. Ey! Nein! Scheiße! Peter! Oh! Ihr habt Peter getötet, ihr Schweine! Ja. Rache! Ist doch sehr lange her, also ich weiß ja nicht mal, wie man die Waffe nachlädt. Kreis. Kreis? Ja, tatsächlich, danke. Hallo, du. Hallo. Wer rummer? Alter, die Karre hier ist cool. Alter. Hat das Teil hier... Nee, hat's nicht. Scheiße, wir nehmen den, Dings da. Großen. Oh ja, oh ja, oh ja. Nein, 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 mach ich den da. Nein, ich will da rein. Komm, steig ein, schnell. Du musst da einsteigen, Junge. Alter, noch langsamer vielleicht. Ist der drin? Ja. Da war doch mal was mit Waffen. Ja, ja. Wie kommt man denn jetzt Waffen aus in einem Auto? Nee, so nicht. Nee, 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 nee. Nein, nein, Quatsch. Also auf L1 tust du schießen. Ah! Aber man konnte doch mal irgendwie die Waffen wechseln. Viereck. Danke. Alter, ich bin gleich tot. Sag mal, du bist doch Heiler, oder? Weiß ich nicht. Oder Magier. Haftbombe, wie war das denn jetzt? Alter, das Teil ist so lahm. Wie kann man denn nochmal die Haft... Ah, okay. Ich bin gleich tot! Ah! Ah! Hilfe! Ich versuche es. Auf den Berg! Los! Alter! Gut, ich weiß, ich kann's wieder. Jawohl.
Auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben beide sehr lange nicht mehr gezockt und das sieht man, glaube ich, hier. Alter! So viele Explosionen! Nein, leg doch das Auto nicht aufs Dach. Wenn, dann kann ich sie auch wieder drehen. So wild ist es hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich wieder hier für, schon für Sprengstoff ausgegeben habe. Mal, kann das sein, dass wir irgendeinen Platten haben oder so? Möglich. Fühlt sich irgendwie ein bisschen schwammig an gerade. Naja, aber außerhalb der Straße fahren ist auch cool. Nee. Yay! Bam! Gut, der kann's. Okay, wir haben einen Platten. Jetzt mal eine Abkürzung. Moment. Irgendwie explodiert es ja der Typ gerade nicht. Ah, sag mal, das ist doch direkt hinter uns einer. Oder? Ja, ich hab den schon mit zig Haftbomben geschmissen, aber der explodiert nicht. Endlich. Alter, das war knapp. Also ist das nicht immer ja, kommst doch nicht in die Loop. Das Auto ist schon fast Schrott. Ach, der ist doch noch gut. Boah. Das ist doch noch ein Lackschaden. Au. Lackschaden. Da könnte sogar noch als Wildschaden durchgehen. Ich sehe es, den Wagen nicht mehr. Okay. Scheiße, ich hänge fest. Wir hängen fest. Okay, mit Granaten wieder rausholen oder? Mit Granaten rausholen, so siehst du aus. Auf jeden Fall, es funktioniert. Du weißt es. So, ich habe jetzt das Video schon hochgeladen hier, wo du mein Auto mit Granaten aus dem Wasser holst. Sehr schön. Ach, war das das, was du vorhin gesagt hast, mit 85%? Ne? Okay, gut. Werde ich mir nachher mal eine Pause angucken. Ich muss es aber noch freischalten. Ich muss gucken, ob das schon fertig verarbeitet ist. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Yay! Geil wäre jetzt noch, wenn du in dem Gasding da gefahren wärst. Na, Gasilo da. Mission bestanden. Sehr schön. Wow. 15 Jobpunkte. $11.250? Ja, und 1625 RP. Yeah. Das hat doch mal sich gelohnt, will ich hoffen, finanziell gesehen. Du wirst gleich wieder alles kaufen müssen. Hier. Gefällt mir. Ja, natürlich. Fällt mir auch. Maximale Gesundheit, was? Job bewertet, plus 50 RP. Okay. Dann würde ich sagen, freier Modus, so? Okay. Stoff und Frieden. Haben wir schon mal gemacht. Wie lange hat jetzt die Mission gedauert? Also die Zeit ist jetzt bei 18 Minuten, also ich weiß nicht. Wir haben noch 10 Minuten. Oh. Nicht mal. Nein, nein, hier ist auch wieder ein gelber roter Kreis. Ich muss da raus unbedingt. Oh nein! Nein. Naja, okay. Warte mal. Also, wir können ja nicht zusammenfliegen, ne? Gängern! Vita! Ich konnte nichts dafür! Der ist auf mich zugerannt, ich habe mich bedroht gefühlt. Ja, aber ich bin irgendwie gleich tot. Ja. Genau, ich bin tot. Oh, du bist auch tot. Cool. Ja. Vor dir sogar. Scheiße. Ja, jetzt werde ich so direkt beschossen sofort. Was machen die denn hier? Was stimmt denn mit euch nicht? Du hast zuerst geschossen. Ja und? Der sah hässlich aus. Ey, sag mal, die spawnen hier mitten auf dem Feld direkt vor mir. Siehst du den Heli? Ja, ich hab ihn vorhin mal gesehen, ja. Komm zum Heli. Wir fliegen weg. Lang nicht mehr geflogen. Mal ja. Gucken, ob ich noch kann. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie ich da irgendwie mit hochkommen sollte. Ja, okay. Wow!
Die beschießen uns noch, ne? Der eine. Ja. Das ist nur noch einer. Ja, nicht schlecht von Anfang. Aber wir qualmen schon ganz schön doll. Ach, das sind Abgase. Ja. Das ist so ein Eco-Hubschrauber. Dann zahle ich mal Kohle ein. Ja, mach das. Während des Fluges. Hauptmenü, Einzahlung. Alter, hast du das gerade gesehen? Nein, nein, nicht. Da ist ein Flugzeug gewesen, so ein kleines. Dann ist ein... Schon wieder Gangangriff? Alter! Macht ihr denn hier? Dann ist ein Titan gespawnt und das kleine ist explodiert. Ah, okay, ich habe nur noch die Explosion gespürt im Controller. Alter, das Spiel ist so kaputt. Ich wollte da gerade landen, macht's Boom. Und Gangangriff, na toll. Okay, was machen wir? Wir fliegen wieder zurück zu meinem Apartment. Ja, mach das mal. Wenn uns die Kiste überhaupt noch hinbringt. Ich möchte mal wissen, warum mein Auto da hinten steht. Das hatte ich eigentlich vor deinem Apartment gelassen. Normalerweise müsste es da bleiben. Ist doch zum Kotzen. Dein Mechaniker bringt's aber immer wieder. Trevor, Mission neu. 1-4 Spieler. Sprung in der Schüssel. Ja, den hat er natürlich. Trevor auf jeden Fall. Trevor ist so ein netter Psychopath. Wie wir alle. Hast du einen Fallschirm dabei? Nein. Ich weiß es nicht. Was passiert nochmal, wenn ich rausspringe? Kannst du das Steuer übernehmen oder stürzt das Teil ab? Wollen wir es ausprobieren? Yay! Ich habe einen Fallschirm dabei. Kannst du Steuer übernehmen? Ja. Ah, okay. Mit 4 konnte man landen, kann das sein? Was? Konnte man mit 4 landen? Ich glaube L2. Stimmt, ja gut, da war ja was. Lange keinen Fallschirmsprung mehr gemacht. Ach, ist das schön. Ach doch, ich sehe dich ja mit dem Fallschirm. Ich wollte, eigentlich wäre noch cool gekommen. Au! Eigentlich wäre noch cool gekommen, wenn ich jetzt dein Fallschirm da zerhackt hätte. Ja. Ob das geht? Ey, was machst du da? Bist du wieder bescheuert? Ja. Da bin ich doch. Ach so. Wusste ich nicht. Nein. Ist ja normal, dass es so tief. Steht ja nur dein Name dran. Außerdem. Was passiert eigentlich, wenn ich auf die lande? Ich sterbe. Ach so? Echt? Was passiert, wenn ich dich jetzt hier abschieße? Ey. Dann fall ich auf dich rauf und du stirbst. Stirbst du sofort auf, wenn ich dir mit so einem Ding vorm Latz knall? Oh, hallo? Stehen, scheiße. Und du bist ja noch nicht mehr richtig gelandet, ne? Ja, top. 1A. Also, Stuntman. Yay! Da fliegt ein anderer Heli. Wollen wir den ärgern? Wo ist er jetzt hin? Da hinten ist irgendwo große. Da ist ein Heli. Vor mir, vor uns. Den habe ich gerade gesehen, aber bei mir ist er nicht mehr. Also, der ist noch vor mir, aber der entfernt sich viel zu schnell. Also, viel zu schnell. Das ist nur ein ganz neuer Punkt. Bei mir ist ja schon kein Punkt mehr. Ich hol ihn. Aber irgendwie kommen wir dichter, aber irgendwie fliegt er weiter weg. Ja, kein Bock mehr. Tschüss. Oh, ich habe wieder einen neuen Fallschirm. Yay. Warum? Ich wollte doch gerade den Heli ärgern. Warum hast du einen neuen Fallschirm? Spring mal raus, dann wirst du auch einen Fallschirm haben. Im Helikopter hat man, glaube ich, immer einen Fallschirm. Ich weiß es nicht. Wirklich. Will nicht rausspringen. Heli fliegt mal doch Laune. Außerdem habe ich Angst vor so einer hohen Sprünge mit dem Fallschirm. Yay!
Ich bin dann in meinem Apartment. Ich lande bei dir auf dem Dach. Au, scheiße! Hier ist ein Heli-Landeplatz übrigens. Aber nicht auf meinem Apartment. Nee, aber links und rechts von deinem Apartment. Kannst ja hochgehen, vielleicht siehst du mir nämlich ja durch die Scheibe. Das hat man schon mal, wo. Was passiert, wenn? Ne? Ich weiß bloß nicht, auf welcher Seite dein Apartment ist. Aber ich glaube, ich bin mal bei das falsche Gebäude. Oh, ich bin erst mit der Garage. Oh, ist ja uncool. Yay. Um die Garage zu verlassen, bla 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 und so weiter. Warte mal, kann ich dem Mechaniker sagen, er soll mein Auto hierher bringen? Mechaniker! Krass wäre ja auch, wenn du nachher in deinem Apartment bist, ich stehe auf dem Dach. Also ich fliege erstmal in den Heli rum und dann sagst du mir, wenn du mich siehst, dann fliege ich genau geradeaus hoch, lande auf dem Dach und springe dann da runter. Und du siehst aus dem Wohnzimmer aus, wie ich dann da rausfliege. Okay, dann gehe ich mal nach oben. Ich habe sogar einen eigenen Fahrstuhl hier, der mich in mein Apartment bringt. Von meiner Garage aus. Du hast ein Leben. Yo. Oh, ich höre einen Heli. Okay, siehst du meinen Punkt? Warte mal. Bist du das? Ungefähr. Also hier ist kein anderer Heli. Wo bist denn du? Ich flieg mal weiter rum. Okay, du bist gerade auf der anderen Seite. Ja. Ah, du bist ein bisschen weit oben, aber ich sehe dich. Hier, ich sehe dich. Yay. Hallo. Okay. Jetzt fliegst du da rum. Okay, jetzt fliegst du wieder zurück. Ah, ich sehe dich. Yay. Ich sehe dich. Ich sehe dich aber nicht. Also. Ich sehe dich aber. Ja? Ja. Immer noch? Ja, du bist zu hoch. Jetzt bist du genau vor meinem Fenster. Das Ding also. Ne? Gut. Mach mal so. Gut. Dann bleib mal da stehen und guck runter. Runter? Ja. So, dann richte mal die Kamera auf das Ding und dann springe ich mal raus, ne? Was für ein Ding? Richte mal die Kamera auf das Fenster und dann springe ich raus. Naja. Ist es das Fenster, was schräg war oder was gerade war? Wie schräg oder gerade? Ah, scheiße. Du bist direkt über mir, wenn ich das so richtig sehe. Okay. Kann ich hier springen? Ja, ich kann's. Bist du bereit? Ja, ja, ich bin bereit. Wie öffnet man den Fallschirm? Was? Wie öffnet man den Fallschirm? X? X, gut, alles klar. Na denn, bin ja hauen. Hast du überhaupt einen Fallschirm? Oh! Okay. Ah! Ich hab dich gesehen, aber irgendwie. Es war zu kurz. Naja, egal, Hauptsache man sieht mich. Ich hab den Fallschirm angucken. Noch gesehen, wie er aufging, aber du bist doch mal am Boden geklatscht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommst du in meinen Apartment. Ich beende die Folge jetzt hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder hier drin. Also bis denn! Jo, bis dann!